Das Fest für die Gesundheit ist ein beliebter Fixpunkt im Terminkalender von Himberg und zeigt deutlich, wie konsequent Bewegung und gesundes Leben in der Marktgemeinde großgeschrieben werden. Heute hier in der Marktgemeinde Himberg das 17. Aktivgesundfest, traditionell immer so rund knapp vor Pfingsten, wo es darum geht, dass alle Institutionen von den Kindergärten begonnen, Volksschule, Neue Mittelschule, Polytechnikum bis hin zu den Erwachsenen und Senioren. Wir haben hier in Himberg Senioren- und Erwachsenengruppen mit Rückenfit, Seniorenfit, Herzfit und auch Kinderfit-Einheiten. Ja, und hier gibt es heute ein nettes Zusammentreffen, wo jährlich so ein bisschen Gesundheit und Bewegung im Mittelpunkt stehen. Die Institutionen mit den Pädagoginnen gewisse Sachen einstudiert haben und das heute aufgeführt wird. Viele Kinder sind schon im Anmarsch, die Kindergärten, die Schulen, Polytechnische, alle werden einen Beitrag bringen. Wir werden also dann das erleben in Kürze. Alles in Richtung Gesundheit, Gesundheitsförderung. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Man sieht ja schon, die Kinder marschieren schon auf, sie winken uns schon, sind auch mit Begeisterung dabei. Und das spielerische Umgehen mit diesem Gesundheitsbewusstsein ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Wir haben zwei Tänze vorbereitet. Ein Tanz heißt klassisch, wir machen Sport, wir treiben Sport. Bewegungserziehung ist ein ganz ein großer Bereich in unserem Kindergarten, in unserem Bildungsangebot. Und somit war das kein großer Aufwand für uns. Wir sind also sehr bemüht, dieses Gesundheitsbewusstsein schon bei den Kindern, also schon von klein auf zu wecken und zu fördern. Wir wissen ja alle, Gesundheit ist das höchste Gut, das ein Mensch besitzen kann, weiß man meistens erst dann, wenn man krank ist und ein Leiden hat. Daher ganz, ganz wichtig, auf die Gesundheit zu schauen. Und was gibt es Besseres, als bei der Jugend, bei den Kindern zu beginnen, das Bewusstsein zu fördern, das wird dann in die Familien getragen, bis hinauf zu den Eltern, Großeltern. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Und darum freut es mich, dass wir alle ja dieses Gesundheitsfest, dieses Fest für die Gesundheit hier am Kirchenplatz veranstalten. Wir von der ASKÖ Niederösterreich haben hier eine tolle Kooperation mit der Gemeinde. Der Bürgermeister hat hier, ich glaube, es war im Jahr 2002, diese Initiative aufgegriffen und seit diesem Zeitpunkt, eben jetzt ist es schon das 17. Mal, dass wir hier mit diesem Fest sind und eben diese verschiedenen Gesundheitskurse von den Kleinen bis zu den Erwachsenen und Senioren hier regelmäßig stattfinden. Sie spielen alle mit, von den Kindergärten bis zu den Schulen, bis zur Polytechnik. Dann gibt es also auch gesunde Jausen und all das soll also so im Verbund mitwirken, dass das Gesundheit gefördert wird. Und ich möchte dem ASKÖ danken, der also alle Jahre dieses Fest ausrichtet. Und das ist eine wunderbare Sache.